Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, die Drogerie attackiert. Wieder den High-End-Bereich und zwar wurde ich unendlich viel auf folgenden Produkten markiert bei Instagram, denn Essence hat Multi-Chrome Duo Chrome Liquid Eyeshadows rausgebracht und wir werden das Ganze heute testen. Wir werden schauen, ob sie mit Natasha Denonas Chromium Schieß mich um, Eyeshadows funktionieren. Ich bin super gespannt und ich weiß, ihr liebt es, wenn ich meine Lidschattenpalette benutze. Das passt perfekt dazu. Deswegen schauen wir mal, was diese Liquid Eyeshadows können. Und ich freue mich wieder, neue Drogerieprodukte auszutesten. Und ich glaube, ich habe die schönste Einstellung fürs Licht gefunden. Lasst mir gerne ein kleines Feedback dazu da, wie euch das Ganze gefällt. Ich habe das Licht von beiden Seiten. Der Hintergrund ist ein bisschen dunkler, ich ein bisschen heller. Und jetzt geht es los. Freunde, lange Zeit ist es her, dass wir Drogerie-Make-up getestet haben, beziehungsweise so richtig im Battle hatten. Deswegen starten wir. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr hier diese Dinger schon gesehen habt, ob ihr überhaupt wisst, wie man damit arbeitet. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe einen Sponsored Post, glaube ich, von Essence und Merve gesehen. Ich weiß es nicht, aber das sah ziemlich cool aus. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Es ist super warm. Es ist mittlerweile schon 13 Uhr. Ich habe es nicht vorher geschafft zu drehen, weil ich noch einen Livestream hatte. Und es ist eine Katastrophe hier. Wir haben heute 34 Grad hier, aber bei euch wird es genauso sein. Und ich hoffe, ihr schaut alle dieses Video. Auch in diesem Video könnt ihr wieder was gewinnen. Ab und zu werde ich gefragt, Maxim, was soll dieser Pfirsich oder diese Kirsche oder dieses irgendwas, was im Hintergrund einfach aufploppt? Wenn ihr die Anzahl in die Kommentare schreibt und mir eine Möglichkeit schreibt, wie ich euch kontaktieren kann, dann verlose ich endlich in fast jedem Video immer ein Paket. Ich habe mittlerweile so viel Make-up hier, was ich gerne noch nicht abgebe. Ihr müsst dafür einfach nur den Kanal abonnieren und mir schreiben, wie viele Pfirsiche oder je nachdem, welcher Emoji in diesem Video ist, in die Kommentare schreiben und dann lose ich jemanden aus. Wir starten tatsächlich mit der Foundation. Ich habe noch nichts drauf. Ich benutze heute einfach mal wieder meine absolute Lieblingskombi, die Glowish Foundation. Ein Zweispritzer davon und hier heute mal die Airbrush Foundation, ein Spritzer. Ich nehme hier einfach einen Foundation Buffer Brush. Das ist der von Mrs. Bella und BH Cosmetics. Ich liebe den. Also das ist mittlerweile einer meiner absoluten Lieblings-Foundation Brushes geworden. Ihr seht, wie schnell und einfach man die Foundation damit auftragen kann. Und ihr wisst, mit dem Code MAXIM10 spart ihr immer rund um die Uhr das ganze Jahr 10%. Und wow, ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Oh, diese Kombi, ne? Also diese Huda Beauty Foundation, ich hatte ja gesagt in dem Video, dass ich sie nicht mag. Alleine mag ich sie auch nicht. Aber schaut euch bitte diesen Glow an. Also das ist nur diese Foundation. Im Anschluss gehe ich immer mit einem Beauty-Schwamm einmal rüber und verteile das Produkt so ein bisschen. Das nimmt noch so ein bisschen überschüssige Menge an Foundation weg, aber das Licht tut natürlich viel dafür. Aber so könnt ihr auch meine Hautstruktur richtig gut sehen. Und wenn ich euch gleich ranhole, an dieser Stelle möchte ich auch den Elefanten auf meiner Haut adressieren. Vielleicht könnt ihr ihn sehen. Ich glaube, er ist nicht zu übersehen. Ich habe einen neuen Gastbewohner bei mir. Und er ist ziemlich online. Zwei sogar. Jetzt habe ich euch ein kleines Stückchen herangezoomt. Wow, ich liebe das Licht. Schaut euch bitte diese Foundation an, diese Kombi, ne? Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das einmal hier. Ansonsten schaut einfach, es war, glaube ich, letzte Woche, Mittwoch oder so, auf meinem Kanal. Super schön, hält den ganzen Tag und ich liebe den Glow. Als Concealer benutze ich wie immer den XX Revolution Concealer. Den blende ich mir einfach ganz normal aus und habe dann ein wunderschönes Finish. Zum Setten nehme ich eine ganz kleine Schicht von diesem Sensai Puder. Ich hatte euch das neulich in einem Video gezeigt. Ganz viele hatten mir dazu geschrieben, dass ihr das auch mögt. Ich liebe das. Nur eine ganz dünne Schicht einfach unter das Auge. Ich lasse heute die Base auch so ein bisschen glowiger. Ich finde, das passt ganz gut zum Wetter, oder? Sieht aus, als wäre ich am Strand gewesen. Ich gehe nur ganz leicht hier so ein bisschen wieder aus. Ihr liebt's? Ich weiß gar nicht, warum. Was sage ich immer? Aus dem Olivenölmeer emporgestiegen. Okay, den kriegen wir nicht abgedeckt. Ich habe mir neulich auch meine Haare abgeschnitten, diese blonden, toten Spitzen.
letztens zu kurz, da kam gleich der Pickel. Es war wahrscheinlich die Strafe, dass ich nicht zu meiner liebsten Friseurin gegangen bin. Okay, Base sieht gut aus, ein bisschen Blush tragen wir auch noch auf. Okay, los geht es mit den Chrome-Dingern. Ich zeige euch hier mal ein paar Swatches. Die sind schon echt krass. Hier sind 1,2 Milliliter mit drin und kosten jeweils 4,99 €. Ich habe sie online bestellt bei Essence. Vielleicht findet ihr sie dort ja auch. Ich finde, dass sich die meisten Duochromes immer recht ähnlich sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich swatche euch jetzt einmal kurz hier auf der Hand. Na, seht ihr? Also das changiert halt, je nachdem, wie das Licht einfällt. Das kann man aber super schlecht swatchen, weil das Kunstlicht ist natürlich immer noch mal was anderes als, hier haben wir Grün und Gold. Hier haben wir die Farbe Chrome Addict. Dann haben wir hier die Farbe Chrome Over Beauty. Die setze ich darunter. Die ist, seht ihr, schaut, lila. Und dann wechselt das in die grüne Richtung. Also das sind halt immer die Hauptfarben, ne, wenn das Licht frontal reintritt. Wir haben hier die Farbe Oh My Chrome. Da wird die Hauptfarbe blau sein. Die finde ich super cool. Blau und dann geht es so ein bisschen in die lila Richtung. Und zu guter Letzt die Farbe Chrome Amazing. Auch die Hauptfarbe so ein bisschen grün. Und dann changiert es ins Blau. Ich habe bei Merve gesehen, dass sie wie so eine Cut Crease gemacht hat. Da hat man das ganz gut gesehen. Wir schauen einfach, wie es funktioniert. Und wir benutzen dazu die Maxim Giacomo und Catrice Palette. Ich nehme als allererstes einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Subtil rein. Das ist so ein schönes, kühles Grau. Und setze mir das einfach hier außen hin. Ich habe sie schon so lange nicht mehr in meinen Videos gezeigt, ne? Aber ich glaube, viele von euch werden sie haben. Ich bin sehr traurig, dass es sie tatsächlich nicht mehr gibt, weil ich immer wieder danach gefragt werde, hey, könnt ihr sie nochmal rausbringen? Aber Freunde, da müsst ihr Catrice fragen. Ich habe da leider nichts zu sagen. Genau, auf der Seite machen wir es so ein bisschen kühler. Ich verdunkel das Ganze mit der Farbe Bossy. Ist so ein schönes, dunkles Graubraun. Und setze mir das hier außen hin. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrungen mit Multichrome, Duochrome Eyeshadows habt. Ich tatsächlich einfach gar nicht. Also ich habe schon welche von Natasha Denona benutzt. Ich habe auch schon welche von XX Revolution benutzt. Ich greife dazu nicht so oft als Liquid. Also welche ich gerne benutze, sind die aus meiner Palette oder die von Ellie. Die sind natürlich auch super, super gut. Aber ich weiß es nicht. Wir tragen uns als erstes auf dieser Seite die Farbe Oh My Chrome aus. Schaut euch mal das Füßchen an. Das ist recht groß, ähnlich wie so ein Lipgloss-Füßchen. Und wir probieren jetzt mal, das einfach aufs Auge zu geben. Man kann auf jeden Fall eine sehr präzise Kante damit malen. Ja, und so eine Spitze ist recht schwierig damit. Also Essence schreibt auch auf die Verpackung, funktioniert am besten mit den Fingern. Ich kann das nicht anfassen. Das ist mir, glaube ich, zu eklig. Aber schaut euch bitte diesen coolen Effekt an. Wisst ihr, was wir gleich machen? Wir tragen gleich nochmal einen blauen Lidschatten in die Lidfalte, wenn die Farbe getrocknet ist. Schaut mal, jetzt seht ihr auch diesen, na, hier ist es blau und hier wird es lila. Wollen wir noch so ein bisschen Grün mit reingeben? Chromazing? Einfach hier außen noch so ein bisschen? Oh, wie schön. Das ist, ehrlich gesagt, habe ich gedacht so, okay, wer trägt das? Das ist aber die falsche Frage, weil es trägt keiner, weil es das noch nicht und so verbreitet gibt. Klar, Natasha Denona hat welche rausgebracht und XX Revolution hat auch welche beispielsweise, aber sie sind nicht so, wer ist das, accessible, erreichbar für viele Leute. Und dadurch, dass es das jetzt von einer deutschen Marke Essence gibt, ist das wunderschön. Auf der anderen Seite machen wir einen etwas wärmeren Look. Und zwar benutze ich hier die Farbe Movement. Gehe gut rein und wärme hier einfach so ein bisschen die Crease auf. Also ihr braucht eigentlich gar nicht viel machen bei den Augen mit Chrome-Lidschatten, weil die halt so ein Statement sind. Ich finde aber, wenn man so ein, zwei Farben in die Lidfalte gibt, das macht den ganzen Look einfach noch so ein bisschen frischer und vollendet den. Ich nehme noch ein bisschen Slay, das ist hier dieses Orange. Gebe mir das hier einfach oben noch mit rein. Ganz leicht. Also ich gehe nicht doll rein in die Farbe, nehme auch extra einen Blending Brush. Und dann schauen wir mal, wie die Farbe, ich glaube, wir nehmen die Farbe Chromology. Das ist das Goldene. Schaut mal. Das sieht man, krass, ne? Und das ist das Problem, was ich habe mit Lidschatten.
So sieht's. Warte mal. Schaut mal. So sieht's richtig schön aus. Aber sobald ich mich drehe, ist es halt grün. Ich habe hier noch so ein bisschen von diesem Lila. Das ist die Farbe Chrome Over Beauty. Das ist jetzt hier ein Spielvideo, ne? Schaut mal. Oh, passt halt auch irgendwie, aber ich gebe es jetzt nochmal komplett rüber. Aber da tue ich mich so. Schaut mal. So sieht's krass aus. So auch. Aber so dazwischen? Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Problem, was ich mit Chrome-Lidschatten habe. Die sehen halt irgendwie immer so ein bisschen anders aus. Und stellt euch vor, ich trage jetzt, weiß ich nicht, Orange und möchte einen orangenen Look haben und denke mir, oh ja, sieht total schön aus. Und dann habe ich aber, wenn ich nach links gucke, ein grünes Auge. Wir wollten auf dieser Seite hier noch so ein bisschen Blau reingeben. Deswegen gehe ich in die Farbe Mare und diffuse das hier. Und dann ist, glaube ich, der nur so leicht. Dann passt es, finde ich, noch ein Stückchen besser zusammen. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was ich euch jetzt sage. Ich, für mich persönlich, würde bei Duochromes immer darauf gucken, wie die changieren. Ich persönlich empfehle euch die Farbe My Chrome und Chromazing, weil sie im ähnlichen Spektrum changieren. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel die Farben nicht auf eine beigefarbene oder eine braune Transition Shade geben, weil mir das Spektrum da nicht passt. Wohingegen hier die Farbe Chromology, die ja so changiert zwischen Rot und Grün, das ist mir zu wild. Hier passt es. Das Grün passt, das Blau passt, das Lila passt. Hier ist es so, Grün, dann ist es Lila und dann ist es Gold. Das finde ich persönlich schwierig. Qualitativ aber fantastisch. Wollen wir jetzt mal mutig sein und die auf die Lippen geben? Soll man eigentlich nicht machen, aber Freunde, wir sind bei mir. Welche Farbe ist es? Seht ihr? Vorne ist schön eingegessen. Süß eingegessen. Ich glaube, für Fotos könnte das super schön sein, ne? Wenn man so ein bisschen vampy sein möchte. Für den Alltag würde ich euch die blauen nehmen. Und so sehen die Lidschatten einmal nochmal auf die Entfernung aus. So könnt ihr das Ganze einmal sehen. Ich muss sagen, es macht super viel Spaß, mit diesen Chrome-Lidschatten zu arbeiten. Macht man nicht so oft.